Diese Information hat es wirklich in sich. Bei 80% der Covid-Toten in Deutschland soll Corona nicht die Todesursache sein. Es ist anzunehmen, dass es wohl auch in Österreich einen ähnlichen Prozentsatz an falschen Corona-Toten geben könnte. Aufdecker dieser offenbar falschen Sterbestatistik des Robert-Koch-Instituts ist der Mediziner Bethram Häusler. Auf die Frage, wie es sein könnte, dass das RKI viel zu hohe Zahlen von Todesfällen nenne, antwortete der Mediziner. Wir haben ermittelt, dass bei gut 80% der offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang Juli gemeldet wurden, die zugrunde liegende Infektion schon länger als 5 Wochen zurückliegt und man daher eher davon ausgehen muss, dass Corona nicht die wirkliche Todesursache war. Und Häusler überrascht mit der Aussage, dass das RKI seine Berechnungen nicht nur kenne, sondern diese auch bestätigen würde. Das RKI würde aber sicher gehen wollen, dass in der Statistik kein Corona-Toter fehlt. Angesichts massenhaft solcher Meldungen würde die Sterbestatistik aber zunehmend verzerrter, so der Mediziner. Doch es waren auch die Todeszahlen, die als Messlatte für Corona-Maßnahmen und Lockdowns herangezogen wurden und noch immer werden. Aber wenn diese gar nicht stimmen und man annehmen kann, dass bei 80% Corona gar nicht die Todesursache war, stellt sich die Frage, ob die Maßnahmen überhaupt gerechtfertigt waren.